Das andere, was wir dann langsam herausgefunden haben, ist, dass wir sehr schwebend mit dir mitfühlen wollen und mitgehen und viele von den Wegen und viele von den Aktionen mit dir auch schwebend mitmachen wollen. Weil auch Handkamera kurz im Gespräch war, aber dann haben wir uns gegen Handkamera entschieden und mehr so dieses Schwebende mitfühlen mit dir, weil sie auch ein bisschen in diesem in der Zwischenphase ist, ne, zwischen Kindheit und Erwachsenwerden, und das wollten wir irgendwie mit einer schwebenden Kamera und der Bewegung darstellen. Deshalb war sehr viel Steadicam und sehr viel Bewegung auch im Bild und vom Bild, aber immer nah an ihr dran. Also die Zusammenarbeit mit den Kameraleuten, mit dem Xax und dem Andi, war eigentlich so, dass wir uns schon kannten vorher und ich glaube, ein großes Vertrauen auch gegenseitiges da war. Und wir haben eine sehr ähnliche Art zu arbeiten. Also ich habe so das Gefühl, dass es bei Ihnen ähnlich ist, dass der Film eigentlich in der Vorbereitung entsteht und man sich sehr konkret darüber Gedanken macht, was man will, und dann geht es in erster Linie darum, das am Dreh, also am Set, wieder umzusetzen. Und ich glaube, wir sind alle drei so ein bisschen Nerds, wenn es um das auch geht. Also wo man dann wirklich Listen macht von Filmen und was gefällt einem an dem und so. Und dann am Schluss halt so was destilliert draus.